Guck mal hier, ich werfe ChatGPT oder Bing Chat einfach ein Foto von meinem Teller Essen hin und frag, was das ist. Zack, kriege ich das Rezept. Nudeln mit Karottensoße. Oder ich zeige ein Foto von einer kaputten Vorhangstange. Wie kann ich das reparieren? Kriege ich eine ziemlich konkrete Antwort. Oder ich finde irgendwo ein komisches Objekt, von dem ich nicht weiß, was es ist. Einfach ChatGPT fragen. Oder mal kurz die Algebra-Hausaufgaben abfotografieren. Hier ist das Ergebnis inklusive Tabelle und Graph. Und jetzt das Krasseste. Ich habe hier den Entwurf für eine Website auf einen Zettel gekritzelt und sage ChatGPT, bau mir das mal bitte. Und dann kriege ich den Code in HTML und JavaScript. Und der funktioniert sogar und sieht richtig gut aus. Wie ihr das auch benutzen könnt, zeige ich euch in diesem Video und auch, wo das Ganze noch hakt, denn wenn man sich die Beispiele von gerade genauer anguckt, findet man manchmal auch ziemlich offensichtliche Fehler. Bleibt dran. Herzlich willkommen hier bei Dieses Video wird gesponsert von HP. Guck mal, das bin ich, wie ich gerade was super Wichtiges auf meinem Notebook mache. Was ich nicht weiß, die SSD ist kurz vorm Sterben. Aber HP, der Hersteller des Laptops, weiß das glücklicherweise. Denn auf den Geräten ist ein Diagnosetool vorinstalliert, das 3 Jahre lang proaktiv alle Hardware-Komponenten überwacht. Sobald sich ein Hardware-Defekt abzeichnet, bekomme ich eine Warnung geschickt. Und zwar nicht erst einen Tag, bevor die Kiste abraucht, sondern frühzeitig. Laut HP schon 2 bis 3 Wochen, bevor es Probleme gibt. Auf dem HP-Gerät erscheint dann eine Warnmeldung über ein bevorstehendes Problem und dann habe ich als Kunde 2 Möglichkeiten. Entweder direkt auf dem Gerät ein Ticket aufmachen, darin sind dann alle wichtigen Informationen zum Problem enthalten, auch die Seriennummer und so weiter, dann nur noch Name und Adresse für den Servicetechniker-Termin eingeben und fertig. Oder ich rufe eine 24/7-Hotline an und vereinbare darüber einen Techniker-Termin. Egal ob direkt am Rechner oder per Hotline, HP stellt sicher, dass ein autorisierter HP-Techniker oder Technikerin meinen PC repariert, bevor er defekt ist. Ja, klingt doch gut, oder? HP Active Care ist Teil des HP Hardware Services and Security Bundle und direkt beim Kauf von ausgewählten HP-Rechnern dabei. Ganz ohne Aufpreis. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch, als OpenAI im März das große Sprachmodell GPT-4 vorgestellt hat. Da hatten wir auch schon ein Video drüber gemacht und dann haben sie ja sogenannte multimodale Fähigkeiten versprochen. Das klingt ziemlich hochtrabend, meint aber in diesem Fall, dass GPT-4 eben nicht nur mit Text trainiert wurde, sondern auch mit Bildern. Das heißt, es kann Bilder verstehen. Und die Funktion wird manchmal auch als GPT-4V bezeichnet, also als GPT-4 Vision. Diese Funktion war aber nicht von Anfang an freigeschaltet. Aber nun ist es soweit und die Funktion ist zum Beispiel in der kostenpflichtigen Plus-Version von ChatGPT enthalten. Dass das freigeschaltet ist, das erkennt man daran, dass da unten jetzt so ein kleines Icon zum Bild hochladen ist. Da kann man einfach draufdrücken und ein Bild hochladen. Also zumindest in meinem Account und bei 3 weiteren Leuten, die ich gefragt habe. Aber ganz 100%ig sicher kann man sich leider nicht sein, denn leider läuft das Ausrollen neuer Funktionen bei ChatGPT ziemlich undurchsichtig. Zum Beispiel kann ChatGPT in der Smartphone-App von meinem Kollegen Luca in Sprachausgabe antworten. Yo, 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 Diggi, was geht ab in Computerhausen? Alles gut hier in der digitalen Welt. Was kann ich für dich tun? In meiner noch nicht, obwohl wir beide das gleiche Betriebssystem und die gleiche Version verwenden. Aber zurück zur Bilderkennung. Auch Microsofts Bing Chat, also das KI-System, was zum Beispiel im Windows Copilot steckt, arbeitet ja mit GPT-4 und kann ebenfalls Bilder erfassen. Bing Chat ist im Unterschied zu ChatGPT Plus ja sogar kostenlos, also zumindest zur Zeit noch, aber die Bilderkennung funktioniert deutlich, deutlich schlechter als bei ChatGPT. Viel, viel oberflächlicher. Deshalb konzentriere ich mich in diesem Video auf ChatGPT. Ein paar der Beispiele habe ich auch mit Bing Chat ausprobiert, da zeige ich euch dann, was Microsoft draus macht. Lass uns mal direkt einsteigen mit 7 praktischen Dingen, die man mit der GPT-Bilderkennung machen kann. Praktisches Ding Nummer 1, Programmierung. Klar, man kann einfach in Textform beschreiben, was man programmiert haben will. Das ging auch vorher schon. Aber gerade für Benutzeroberflächen ist es natürlich viel intuitiver, einfach aufzuzeichnen, wie das Ganze aussehen soll. Ich habe hier mal was auf ein Blatt Papier gekritzelt. Blubberblasengenerator mit 4 Kästchen da unten, wo Blubberblasen herauskommen sollen. Das habe ich ChatGPT gegeben und der erste Versuch war nur so halb gut, aber nach ein bisschen hin und her sah das dann so aus. So richtig mit Webfonts, animierten Buttons und so ausfadenden Blasen. Ziemlich gut, oder? Bei meinen Tests war die erste Variante, die ChatGPT ausgegeben hat, um es immer ziemlich rudimentär, aber wenn man dann sagt, dass das Ganze moderner und professioneller aussehen soll und wenn man dann auch die Anweisung gibt, dass das aussehen soll, so als hätten das die besten Grafikdesigner der Welt gestaltet, ja, dann bekommt man manchmal auch animierte Buttons.
Praktisches Ding Nummer 2. Unbekannte Objekte identifizieren. Also das passiert mir jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber manchmal eben doch. Dass man irgendein Objekt in der Hand hat, das man nicht zuordnen kann. GPT-4 kann da echt erstaunlich gut weiterhelfen. Hier, das ist ein Haarkrebs. Und ChatGPT macht mich sogar auf das schöne türkise Muster aufmerksam. Oder hier, das ist der Deckel von einem Mehrweg-Kaffeebecher. Bei diesem Ding hier, das ich mal gekauft habe, um so einen Fropf im Ohr zu entfernen, da wird es jetzt interessanter. Da hat sich ChatGPT nämlich mehrfach geweigert, ein Ergebnis zu liefern. Und da kam immer nur eine Fehlermeldung. Ich habe das zuerst nicht richtig verstanden, bis er dann doch irgendwas ausgab. Und zwar offenbar dachte ChatGPT, dass das was ist, was man offenbar nicht nur fürs Ohr benutzen kann. Das sieht aus wie ein Klistierball zur Verabreichung von Einläufen. Und als ich dann gefragt habe, wie Einläufe denn genau gemacht werden, kam auch wieder nur Fehler. Das Gleiche passiert übrigens auch, wenn ChatGPT vermutet, in politisch inkorrekte Gefilde zu kommen. Wenn ich ein Foto von RuPaul in Drag hochlade und frage, welches Geschlecht die Person auf dem Foto hat, kommt eine Fehlermeldung. Wenn ich allerdings ein Foto von mir hochlade und das gleiche frage, kommt als Antwort männlich. Wenn ich allerdings mein Foto von mir frage, wie alt die Person auf dem Bild ist, Fehlermeldung. Ein Foto von Conchita Wurst will ChatGPT nicht einmal ganz sachlich beschreiben. Also wenn ich frage, beschreibe das Bild, kommt dann direkt eine Fehlermeldung. Man merkt also deutlich, dass OpenAI sehr intensiv versucht, GPT-4 daran zu hindern, irgendwas auszuspucken, was Leute als problematisch erachten könnten. Womöglich ist das auch der Grund, warum die Veröffentlichung der Bilderfunktion so lange gedauert hat. Einerseits ist es natürlich verständlich, weil OpenAI ChatGPT natürlich keine sexistischen, rassistischen oder in irgendeiner Form menschenfeindlichen Dinge sagen lassen will, aber andererseits kickt der Filter manchmal auch bei völlig harmlosen Interaktionen ein. Also wieso darf ich mir kein Bild beschreiben lassen, auf dem ein Mensch mit Lippenstift und Bart drauf zu sehen ist? Excuse me? Wir haben 2023. Und wieso sieht GPT-4 in meinem Ohrspülapparat irgendwas Problematisches? Naja, okay, da wird noch dran gearbeitet und vielleicht, ja, vielleicht wird das irgendwann nicht mehr so auffällig sein. Praktisches Ding Nummer 3, Humorverständnis. Humor ist ja was, was Computer bislang noch nicht so richtig drauf hatten, weil Humor eben sehr komplex ist. Aber, und das hat mich wirklich überrascht, GPT-4 versteht Humor erstaunlich oft. Guck mal hier, das ist der berühmte Bildunterschriftenwettbewerb der amerikanischen Zeitschrift New Yorker. Die fragt ihre Leserschaft seit Jahrzehnten nach lustigen Bildunterschriften für wortlose Cartoons. Hier zum Beispiel ganz aktuell mit einem Fisch an einem Konferenztisch, der irgendwas sagt. Die Bildunterschrift eines New Yorker Lesers lautet zum Beispiel, ja, Snacks, die aussehen wie kleine Menschen. Also, ne, versteht ihr, weil es ja so kleine Knabberfische gibt. Es ist ziemlich lustig. Aber kann das ChatGPT auch? Habe ich ausprobiert und dabei kam zum Beispiel raus, gibt's hier keinen Dresscode? Ich fühle mich etwas underdressed. Oder, oh, ich brauche eine Pause. Kommt wer mit zum Wasserspender? Also, es fehlt jetzt vielleicht der letzte Funken Cleverness. Ah, ich denke, man kann das schon als lustig anerkennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das in der Praxis einsetzen könnte, wenn man mal irgendwas Lustiges schreiben muss und einem partout nichts einfällt. Man könnte ChatGPT aber auch benutzen, wenn man einen Cartoon nicht kapiert und sich gerne den Witz erklären lassen würde. Hier zum Beispiel ein sehr charmantes Bild von Nathan Pyle. Da sitzen so vermenschlichte Snacks am Lagerfeuer und der Cracker erzählt eine Horrorgeschichte und leuchtet sich dabei so klassisch von unten die Taschenlampe ins Gesicht. Kurioserweise erkennt genau das GPT-4 nicht, also dass der Witz daran liegt, dass sich die Ingredienzien eines klassischen Lagerfeueressens am Lagerfeuer dieses Essen als Horrorgeschichte erzählen. Aber ChatGPT versteht den Humor zumindest fast. Der Witz entsteht durch die Ironie, dass die Charaktere selbst die Zutaten für S'mores sind. Und der Graham Cracker offenbar vorhat, seinen Freund den Marshmallow zu rösten und zu essen. Diesen Cartoon hier hat GPT sogar komplett verstanden. Das Lustige daran ist der unerwartete Wechsel von einer ernsthaften Präsentation zu einer kindisch-kindlichen und verspielten Darstellung. Es zeigt humorvoll, wie das Hinzufügen einer einfachen und verspielten Wendung eine ansonsten trockene Situation aufheitern kann. Boah, puh, aber hier merkt man dann aber auch, dass die Erklärung eines Witzes den Witz auch ganz schön kaputt macht. Also lassen wir das mal mit dem Humor. Achso, ganz kurz noch das Bing-Chat-Ergebnis des Lagerfeuer-Cartoons. Der Witz ist eine Art schwarzer Humor, der sich über die Situation des Schokoriegels lustig macht. Ja gut. Praktisches Ding 4, Essen nachkochen.
Einfach im Restaurant Essen fotografieren und GPT-4 spuckt euch das Rezept aus? Ja, das klappt. Zumindest grob und bei einfachen Sachen wie hier diesem amerikanischen Frühstück. Aber leider fehlen in der Praxis oft Details. Hier zum Beispiel bei diesem von mir gekochten Gericht. Ja, das sind Nudeln mit Karottensoße. Das ist korrekt erkannt. Ganz wichtig bei diesem Essen sind aber die Grana Padano-Splitter, die da oben deutlich zu sehen sind. Die hat ChatGPT nicht erkannt. Oder hier bei diesem fränkischen Wurstsalat von Lukas. Grob richtig, aber ganz wichtig sind ja die Weißwürste und ChatGPT spricht von Fleischwurst oder Lyona. Oder hier dieser Kirschkuchen. Da sagt ChatGPT, dass da Beeren drin sind. Dabei kann man noch einigermaßen gut erkennen, dass das Kirschen sind und die Schokolade da drin hat er auch nicht erkannt. Also geht noch besser. Praktisches Ding Nummer 5. Schulaufgaben. Ich habe mal einen befreundeten Lehrer gebeten, mir ein paar Schulaufgaben abzufotografieren. Ja, und die Fotos habe ich dann einfach so unverändert auf ChatGPT geworfen. Hier zum Beispiel Latein. Die Antworten sind ziemlich gut und sehr konkret auf die Fragen bezogen. Und zum Vergleich hier mal Bing Chat. Die Antworten sind nicht nur völlig falsch, sondern es werden auch gar nicht die Fragen beantwortet, die auf dem Foto zu sehen waren. Was ist der Zweck dieses Buches? Hä? Davon war nirgends die Rede. Und mit Lehren und Geboten an Gläubige hat das hier auch nichts zu tun. Also Bing 6. Thema verfehlt. Jetzt mal wieder ChatGPT mit Algebra, 11. Klasse, Integralrechnung. Das Standard GPT-4 gibt nur Formeln aus, aber in der Aufgabenstellung war ja gefordert, einen Graphen zu zeichnen. Das geht auch, aber man muss dann hier oben von Default auf Advanced Data Analysis umschalten. In diesem Modus kann ChatGPT zwar nicht mehr den Inhalt von Bildern verstehen, aber ich kann einfach den Text aus dem anderen Modus copy-pasten und sagen, zeichne mir den Graph. Und ja, den plottet ChatGPT dann in Python mit der Matplotlib-Bibliothek und zeigt das dann auch grafisch an. Ich habe mal den Mathe-Professor und ehemaligen CT-Redakteur Jörn Lowischach gefragt, ob die Ergebnisse okay sind und er sagte mir, ja, die Antwort von Standard GPT-4 sind korrekt, aber im Advanced Data Analysis-Modus mit den Graphen schleichen sich dann Fehler ein. Das lag aber wohl vor allem daran, dass ich das einfach schlampig copy-pastet habe und die Formeln nicht mehr korrekt in den Fragen standen. Jörn Lowischach hat in seinem Blog mir selbst einige Sachen mit der ChatGPT-Bildeingabe ausprobiert, zum Beispiel mit elektronischer Schaltung. Echt sehr interessant. Link ist in der Beschreibung. Man könnte das Ganze jetzt natürlich total negativ sehen und sagen, oh nein, ChatGPT zerstört die Schulbildung, Hausaufgaben bringen ja gar nichts mehr, wenn man die so einfach vom Rechner machen lassen kann. Aber was ich so mitbekomme, nutzen viele Schülerinnen und Schüler ChatGPT zum Lernen. Also die sagen, hey, ich habe das und das nicht verstanden, kannst du es nochmal in einfachen Worten erklären? Und dann sagen die zu ChatGPT, okay, ich würde jetzt gerne mal wissen, ob ich das kapiert habe, stell mir bitte eine Aufgabe. Und so kann man ChatGPT tatsächlich nicht nur als stumpfen Ergebnisautomaten nutzen, sondern als Nachhilfelehrer mit unendlicher Geduld. Aber das führt jetzt vom Thema weg. Praktisches Ding Nummer 6, Reparaturhilfe. Irgendwas ist kaputt und ihr wisst nicht, wie man das repariert? Einfach fotografieren und ChatGPT fragen. Funktioniert ganz okay. Hier zum Beispiel eine herausgerissene Vorhangstange. Vorhanghalter entfernen, Loch mit Spachtelmasse auffüllen, neue Dübel verwenden, wieder anbringen. Also, ja, ist doch nicht schlecht, oder? Praktisches Ding Nummer 7, Bilder nachbauen. Ihr möchtet ein Bild mit Midjourney, Stable Diffusion oder Dolly 3 nachbauen, wisst aber nicht, wie ihr das konkret beschreiben sollt, kann man jetzt auch ChatGPT fragen. Einfach irgendein Bild draufwerfen und nach dem Prompt fragen. Hier zum Beispiel der berühmte Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich. Da kommt dann eine sehr poetische Beschreibung heraus. Der Himmel ist bewölkt, aber es gibt Lichtstrahlen, die durch die Wolken brechen und die Szene in ein sanftes, diffuses Licht tauchen. Wenn man das dann zum Beispiel DALL-E 3 gibt, das geht ja inzwischen auch direkt in ChatGPT, dann kommen da Bilder raus, die schon ziemlich in die Richtung des Originals gehen. Und dann kann man die natürlich auch remixen, indem man zum Beispiel statt Mann einfach Seekuh einsetzt. Ja super, da habe ich doch jetzt echte Kunst produziert, oder? Mein Fazit. Also ich finde die Bildfunktionen von GPT-4 wirklich beeindruckend. Noch vor kurzem hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass Computer heute schon in der Lage sein würden, Bilder wirklich zu verstehen, inklusive Humor, Kontext und Weltwissen, dass Computer wirklich sehen können, statt nur zu schauen. Wenn ich mir vorstelle, dass sowas irgendwann ohne Cloud und quasi in Echtzeit funktionieren könnte, dann ist der Weg zum Beispiel zu humanoiden Robotern, wie wir sie ja bislang nur aus Science Fiction kannten, definitiv kürzer geworden. Und auch für Menschen mit Behinderungen, also für Blinde zum Beispiel, hat die Technik Lebensverbesserungspotenzial. Ich bin wirklich sehr gespannt, was wir draus machen. Ich hoffe nur Gutes. Tschüss.